Komm mal. Schaut. So, schau her. Statt Blumen, statt Bananen kriegst du eine Brezen, schau her. Halleck! Die Kamera habe ich auch noch drauf. Ja, super. Also, kriegst du nachher ein Bier, gell, an der Kamera 12. Ja, Wahnsinn. Meine Damen und Herren, na, Sie sind wirklich so gut drauf, es macht so viel Spaß, ich möchte am liebsten immer hier auftreten, ja, außer in Fürth natürlich, in unserem wunderschönen Theater in der Komödie, und Sie alle würden uns nicht kennen, oder sehr viele von Ihnen würden uns nicht kennen, hätten wir nicht irgendwann einmal 1992 Waltraud und Mariechen geboren und hätten die immer gespielt, ja, unsere beiden Vorzeigewitwen aus Franken, und die sind 1997 zum ersten Mal aufgetreten in Waldzürchheim, bei der fränkischen Fasnacht, ja, Fasching aus Franken, also das ist auch... Kommt der Ball wieder, die Faschingszeit, jetzt kommt zum Beispiel Weihnachten, ist ja wurscht. Nein, jetzt kommt dann die Faschingszeit und da sind wir ganz zufällig dazukommen. Ja? Kurz vor der Sendung, es war ungefähr so 3 Wochen vorher, ruft ein Redakteur aus Nürnberg, ja, der Heller, an und sagt, Mensch, das Kind, der Heichmann Rassau, uns ist jemand ausgefallen, könntet ihr denn einspringen? Sagen wir, ja, gern. Was habt ihr denn für eine Nummer? Ja, wir machen 2 alte Tanten im Café, das Kaffeekränzler wollen wir spielen, 2 alte Tanten. Na, keine Travestienummer. Hab ich gedacht, das ist nichts mit Travestie, das ist viel schlimmer, gell? Das war die Nummer, Sie erinnern sich, wo ich mein Gebiss raus habe, zum Butterplätzle ausstechen, ne? Genau, ne, fürs Butterzeug, Sie wissen das noch. Und dann hat er gesagt, schickt mal einen Text rein. Ja, einen Text, wir haben noch nie einen Text geschrieben. Wir gingen auf die Bühne und spielen drauf los und haben eine Spielfreude und uns macht Spaß. Und also, da haben wir noch nie haben wir einen Text schreiben sollen. Jetzt haben wir das, was wir auf der Bühne sagen, abgetippt in unser Gabriele, nein, haben wir noch keinen Computer gehabt, haben den eingeschickt und tatsächlich, die haben uns eingeladen nach Veitshöchern. Unsere große Chance, ne? Ins bayerische Fernsehen, live, also die können nicht schneiden, ja? Das müssen die senden, was wir sagen. Ja, also, haben sie gesagt, jawohl, kommt schon ein paar Tage früher, ihr müsst es ja auch proben dort. Proben. Haben wir noch nie gemacht. Proben. Ja, für die Kamera, die müssen ja wissen, wann ihr was sagt. Ach so, deswegen, ne? Also bei uns, ne, wäre ich schon auch ganz gut. Wir sind also hingefahren, am Mittwoch schon, 2 Tage vor der Sendung, haben dann gespielt. Der Martin sagt dann irgendwann, ach, jetzt hole ich mir noch Stickerler Kogen. Unterbrechung. Kommt die Dame von der Requisite, sagt, entschuldigen Sie, was ist denn ein Kogen? Ne? Dann mal der Kogen halt, der Torten. Torten, Hotten, Torten. Sag ich, nein, nein. Eine Torte, ein Sahnegebäckstück. Ach so, natürlich eine Torte, natürlich, ja. Das besorge ich Ihnen sehr. Das war so richtige bayerische, beim Bayerischen Rundfunk, das sind ja nur Urbayern, ne? Also die war, ja, also die war irgendwie aus Berlin, ja. Also ich besorge Ihnen 2 Stück, wunderbar. Und dann kommt Donnerstag, die Generalprobe in Veitshöchern. Ich sage Ihnen, wunderschön. Das ist die bessere Stimmung wie am Freitag, ja. Weil da sitzen nur Menschen drin, die auch bezahlt haben. Am Freitag haben die ganzen Freiberg-Gesichter drin, ja. 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 Und die lachen ja bloß, wenn die Kamera auf sie drauf geht. Ne? Dann lachen die. Ne? Aber ja, und Generalprobe ist schön. Und da ist dann kein Stoiber, keine Renate Schmidt und nichts. Ja? Aber die Plätze sind besetzt. Ja? Mein Freund aus Groß-Haberstorf, Sie werden jetzt der Stoiber. Den ganzen Abend an der Generalprobe. Ja? Werden Sie der Stoiber. Ja? Und Sie werden die Renate Schmidt. Oder. Ja, also. Na, also, das ist halt. Na, und so. Also, und dann haben wir gespielt und tatsächlich, es war unser Tisch schon schön gedeckt, 2 Stückchen Dotten gestanden. Ne? Dort, das ist auch. Das ist urfränkisch. Wie schreibst du denn das? Dotten gestanden. Ja. Das ist ja zweimal das gleiche Schriftbild. D-O-D-D-N, ja? Dotten gestanden. Einmal ein Hauptwort, das andere mal ein sachdienlicher Hinweis, ja? Dotten gestanden. Also mir, ja, wunderbar gespielt. Und dann haben wir noch ein paar Schöpfle getrunken, da gibt es immer eine schöne Feier, Studio-Party. Dann sind wir um 16:30 Uhr sind wir schon ins Bett. Um 17 Uhr, ja, sind wir schon wieder aufgestanden, weil wir dann ja quasi zur Probe nochmal mussten. Und dann war der Tag der Tage. Erste Live-Sendung. 3 Millionen Zuschauer. Ich habe mir gedacht, Folge, vor jedem Besucher, vor jedem Zuschauer bloß ein 50er. Also das, ja. Und damals gab es noch Mark, wir sind ja nicht größenwahnsinnig, das ist lange mal heute noch. Ja. Haben wir dann, sind wir reingegangen, haben wir gespielt. Und bevor wir rausgegangen sind, schaue ich nochmal auf die Bühne, war gerade so ein Krautstampfer drüben drauf, weißt du, ne? Und ich schaue da so durch diese Schenkelschichten, ja. Einmal steht auf dem Tisch keine Torten. War keine Torten gestanden, ja. Sag ich, ja, wo ist denn der Kuchen, der fehlt ja? Um Himmels Willen, den habe ich ja vergessen. Ja, sag ich, ja, den brauchen wir, aber das geht das Gagstätte auf. Ach, nehmen wir den von gestern noch einmal, ja. War der den ganzen Tag in der Halle gestanden, unter diesen Tausenden von Scheinwerfern, ja. Der Martin hat es nicht gewusst, der ist naus, ja. Ach, ist der Kocher. Du hast nicht gewusst, ist es eine Käsesahne, ein Bienenstich oder ein Quarkschnitten, ja. Das hat so gebitzelt, ja, so wie so. Jetzt haben wir es aber essen müssen, es ist ja live, du konntest nicht rausspotzen, ja. An der Live-Sendung spotzt du mal du live den Stäuber an, ja. So hast du in Bayern ausgespotzt, ja, also. Mir das runtergessen. Und wie ich diesen Kuchen runterschluck, spüre ich schon, diese Torte bekommt keine lange Aufenthaltsgenehmigung, ja. Die hat sich, ich sage,
Sieh, warte mal. Sieh. Jetzt muss doch wieder rausbringen. Die hat sich durch den 12-Finger-Darm durchkatapultiert, ja? Und wollte zum Hinterausgang wieder raus. Aber ich habe mir gedacht, Zuspend. Mir ist ein Sketch zu Ende gespielt. Dann hätten wir es noch verbeugen sollen, ja? Jawohl! Den German Hoffmann, der wäre als Leger durchgegangen, gell? Also, wir raus aufs Abort. Martin links, ich rechts. Das war eine Wohltat. Ich sag Ihnen, die waren dort gehabt, das war besser wie Sex. Wirklich war. Es war so schön. Nach einer Stunde kommt die Aufnahmeleitung, ja, die Martina Steffi, und sagt, Mensch, jetzt Kinder, Heichmann, rass auch schnell raus zum Finale. Wir, unser Regler, rauf und runter in das Finale. Da haben wir doch immer noch getanzt, wissen Sie doch, die Gebühren nachher haben gesungen, Feierabend, ich habe mir den Stäuber gebackt, ja, und dann haben die gesungen, Feierabend, na, 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 na. Jetzt war die Sendung 9 Minuten zu kurz, ja. Jetzt haben die das Lied 3-mal, die Gebühren heim, ja. 3-mal hätten die das Lied, haben die das Lied singen müssen, ja? Und es war vor der Wahl, ja? Der Steuerbändig, kann man nicht. Der hat mich da, ja, rum. Das hat wieder rumort plötzlich, ja? Plötzlich war das eine Peinlichkeit, ich sag nicht, das war ein Malheur, ja? Der Stäuber hat gesagt, das war die beschissenste Veranstaltung. Ja. Also.